und auch die Aufklärung, so wie ich euch das jetzt erkläre, vor so einer Spritze, die läuft bei mir knallhart. Also der Patient muss ganz genau wissen, was passieren kann. Hallo liebe Beauty-Freunde, hier ist wieder eure Dr. Nicole David von der Praxis Kontur. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Habt ihr euch mal gefragt, welche schlimmen Komplikationen Unterspritzungen nach sich ziehen können und warum das so ist? Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin ein totaler Sicherheitsfanatiker. Das liegt daran, dass ich Ärztin bin mit einer fundierten Ausbildung. Ich bin Fachärztin für Neurochirurgie und die Ästhetik war immer mein Hobby und daraus habe ich noch einen zweiten Beruf gemacht. So, wer Gehirne operiert hat und sich da anatomisch auskennt, der ist natürlich besonders pingelig, was Unterspritzungen anbelangt. Und was mich nicht nur in diesem Land, sondern weltweit super stört zum Thema Sicherheit, dass tatsächlich Laien, ich nenne sie nicht Mediziner, weil es sind keine Mediziner, es sind Laien, Hand anlegen an lebendigen Menschen, nämlich an euch als potenzielle Kunden, Patienten. Was meine ich damit? In Kosmetikinstituten oder sogar von Versicherungsverkaufsleuten wird einem Wochenendkurs in völlig dubiosen Instituten ein Zertifikat ausgehändigt. Und mit diesem Zertifikat soll man angeblich dann unterspritzen dürfen. Also mal ehrlich, wer macht denn sowas? Wer traut sich sowas? Aber leider steigt die Zahl derer, die es tatsächlich machen. Und dafür gibt es für mich nur einen Grund. Man will hier und da einen Euro sparen. Aber wirklich, wirklich, glaubt mir, ihr spart an der falschen Stelle, weil ihr spielt mit eurer Gesundheit. Diese Geschichten gehören komplett ausschließlich in fachärztliche Hände und nichts anderes. Ich will euch ein Beispiel geben. Jeder kennt den Begriff Nasolabialfalte. Die Falte, die hier entlang zieht, die im Laufe des Lebens natürlich tiefer wird. Und viele, viele wollen schon mit Anfang 30 diese Struktur sich mit einem Filler anheben lassen. Ja, jeder denkt, das ist banal und easy. Ihr täuscht euch. Hier läuft wirklich eine ganz wichtige Arterie entlang. Und diese Arterie hat eine Verbindung mit der Augenarterie. Wer von euch kann sich vorstellen, was ich jetzt sagen möchte? Eigentlich ist es simpel. Nehmen wir mal an, diese Arterie wird mit einer Spritze getroffen. Das Hyaluron ist ja ein festes Gel. Das wird dann in diese Arterie hineingespritzt. Oder wenn der Stempeldruck der Spritze zu aggressiv war, kann es auch sein, dass sich das Hyaluron auf das Gefäß so stark drauflegt, dass es praktisch von außen gedrückt wird. So als würde ich mich auf einen Wasserschlauch stellen im Garten. Das heißt, das Blut kann dann nicht mehr durch diese Arterie durchfließen. Entsprechend durch die Verbindung mit der Augenarterie geht diese auch zu. Was passiert? Der Patient ist blind, irreversibel, nicht mehr aufhebbar. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Genauso bei Nasenhöckerkorrekturen. Das wird ja immer beliebter. Nasenhöckerkorrekturen kann man auch hervorragend mit diesen Fillern korrigieren. Muss man ganz sanft Tröpfchen für Tröpfchen machen. Machen wir auch niemals, wenn Patienten eine Nasen-OP vorneweg hatten, weil sich dann die Anatomie der Gefäße noch viel mehr verschiebt. Und auch die Aufklärung, so wie ich euch das jetzt erkläre, vor so einer Spritze, die läuft bei mir knallhart. Also der Patient muss ganz genau wissen, was passieren kann. Auch hier kann die Arterie verstopfen. Und dann sieht man, wie sich dann so ein weißer Strich bis hoch in die Stirn zieht. Das ganze Gewebe wird ganz blass. Und das ist natürlich alles super mega gefährlich. Weil daraus kann eine komplette Nekrose entstehen und die Haut kann abfallen. Verfaulen regelrecht. Also, dasselbe kann auch in der Lippe passieren, weil ja auch das wird ja so mal eben irgendwo bei Billiganbietern etc. gemacht, kann ich nur vorwarnen. Man weiß auch nie, welcher Arzt sitzt eigentlich vor mir. Es sollte wirklich der Arzt deines Vertrauens sein, den du kennst, der dich ordentlich berät, sich mindestens eine halbe Stunde Zeit nimmt für die Erstberatung und nicht mal eben schnell husch husch,
sondern das muss ordentlich alles erklärt werden, betäubt werden und mit Liebe und Geduld dann auch gespritzt werden. Ja? Lieber kommst du wieder und machst am Anfang nur wenig und lässt nochmal nachlegen, bevor irgendwas passiert. Klar, es kann immer was passieren. Das wäre jetzt das Nächste, über was ich mit euch sprechen will, liebe Beauty-Freunde. Auch einem Facharzt kann natürlich was passieren. Aber der ist dann in der Lage, diese Komplikation zum Positiven für dich wieder zu umkehren. Und das kann ein sogenannter Laienmediziner nicht. Der hat keine Ahnung, wie eine Komplikation behandelt werden kann. Und da zeigt sich die Qualität eines Behandlers. Ja? Das möchte ich ganz gerne, dass du das mit auf den Weg nimmst, weil es geht mir um dich und es geht mir um deine Sicherheit. Und nicht bitte auf 2 Euro gucken. Sorge dafür, dass du in gute, sichere Hände kommst. Es ist deine Gesundheit und damit dein Leben. Eure Nicole David.